So, da sind wir auch schon wieder. Hier sind Frostbomben drin, die sie gerade noch so tragen kann, und Fleisch, das sie essen kann. Und nochmal ist irgendwo was aufgegangen. Ja, hier. Hier ist wieder ein Knopf. Von dem ich jetzt aber keine Ahnung habe, was er macht. Das heißt, es ist hier ein bisschen die Wände abgehen. Würde ich meinen. Gucken, wo etwas aufgegangen ist. Hier nicht. Hier ist das letzte Teil. Er kann es tragen, ohne überlastet zu sein. Was ist hier drin? Fackeln, die wir nicht brauchen. Essen, das wir nicht brauchen. Ein Gegner, den wir nicht brauchen. Deswegen stirbt er. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was dieser Schalter jetzt noch gemacht haben könnte. Hier sieht es nämlich auch nicht anders aus. Ist da drüben was aufgegangen? Da sieht es so aus, als ob es aufgegangen wäre. Ja. Noch ein Schatz. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir doch noch einen dritten Schatz gefunden. Gut. Nächster Schritt, wieder hoch teleportieren. Und ab zum Mechanismus, der war hier. So, und jetzt müssen wir den Mechanismus wieder zusammensetzen. Hier kommt das scharfkantige Zahnrad rein. Genau. Hier kommt der Infusor rein. Hier kommt das normale Zahnrad rein. Und hier kommt das Erz rein. Und der Mechanismus funktioniert wieder, aber die Traumgestalt sagt, er ist wieder ganz. Und wir sollten gucken, dass wir jetzt gleich panisch wegrennen. Denn er ist ein riesiger Zahnradwürfel, der uns zermatschen will. Also ergreifen wir jetzt planisch die Flucht durch das Portal, von dem ich euch erzählt habe. Ja, mein Freund, der super böse Würfel. Gut. Wir sind jetzt soweit in Sicherheit, denn er kann sich nur in diesem Gebiet bewegen. Er kann von dort nicht entkommen. Wir können einen Stein zu viel aufsammeln. Die Grabkammer der Designer betreten. Erstmal nach Schaltern umgucken. Und hier drauf treten, passiert nichts. Wenn wir wieder runtergehen, geht das Gift los. Oh, der Raum ist anders. Vorher war das immer nur ein langer Gang, in dem wir drei Knöpfe drücken mussten. Mal gucken, wo sie sind. Einer ist da. Einer ist da. Und das, während das Gift läuft. Da ist einer. Okay, also. Knopf. Knopf.
und Knopf. Okay, und die Druckplatte macht's nicht wieder zu. Gott sei Dank. Und ich dachte gerade, du stehst irgendwie komisch, aber das ist der Blickwinkel. Und ja, hier haben wir nochmal die Zeichnung. Das, was wir gerade befreit haben, den Unsterblichen, ist der Würfel hier. Und die Wächter waren eigentlich nur darauf aus, dass er da unten gefangen bleibt. Ja, hier sieht man sie nochmal. Das ist das andere Bild, was ich vergessen habe, euch zu zeigen. Die Wächter halten den Würfel hier unten im Mount Grimrock gefangen. So, hier brauchen wir wieder zwei Schlüssel. Die Kammer kenne ich. Sehr gut. Hier passiert nämlich erst einmal nichts. Aber wenn wir dann den Schlüssel nehmen, da müssten... Oh, das löst alle auf einmal aus. Ja, tut es. Aua. Okay, dem Feuer konnten wir jetzt zweimal nicht ausweichen. Sie sollte den Heiltrank trinken, der sie ganz voll macht. Es ist gerade besser als schlafen. Und ich habe gesehen, da ist eine Wand aufgegangen. Ach so, das hier ist noch ein Feuerspucker. Und ich kann mich irgendwie dran erinnern. Oh, hier hinter mir ist auch noch einer. Okay. Das ist gemein. Ah, genau. Jetzt ist hier irgendwo was aufgegangen. Oder auch nicht. Wo warst du denn? Ach doch, hier ist was aufgegangen. Nein, ist es nicht. Ah. Da warst du. Doch, hier ist was aufgegangen. Noch mehr Kräuter. Die und die nehmen wir mit. Die restlichen lassen wir hier. Put your back into it. Hm. Jetzt erst einmal müssen wir da was durchwerfen. Nein, das ist zu schwer. Aua, das hat uns selber getroffen. Das sind erst einmal der eine Stein. Genau, das macht das zu. Und das teleportiert uns zurück. Ah, das meinten sie mit Put your back into it. Erstmal will ich gucken, was hier unten ist. Ah, so ein Fliegeviech. Ich habe gerade schon wieder unserem Freund den Würfel gehört. Und hier ist einer der Steine, die runtergefallen sind. Und wir sind ja auch wieder auf der Ebene mit dem Würfel. Okay, jetzt müssen wir hier den Knopf drücken. Der macht das hier nämlich zu. Und hier haben wir Schlüssel Nummer 2. Haben wir hier sonst noch was Besonderes? Nö. Der portet uns nur wieder hier hin zurück. Da müssen wir wohl wieder rückwärts. Und ja, soweit ich mich erinnern kann, müsste hier doch eigentlich noch irgendwo ein Secret sein. Hoffentlich nicht in der Kammer, aber ich glaube, das ist weiter hinten. Hier hinter der Fackel ist kein Knopf. Da wir erinnern uns an den Windkanal. Aber gut. Schlüssel. Und Schlüssel und Eiszauber. Nämlich genau wegen dem da. Das sieht komisch aus.
Du siehst komisch aus und bist eingefroren. Wow. Du siehst auf jeden Fall anders aus als die anderen. Wow, jetzt schweiderst du mit Blitzen. Du bist ein ungemütlicher Freund. Ah. Ich will nicht unbedingt nicht hier drin eingesperrt sein. Ich will nicht kuscheln. Wow, 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 wow. Und hier unten mag ich dich auch nicht besonders. Was, obwohl das irgendwie cool aussah gerade eben. Obwohl, gehen wir da runter, da können wir ihn besser bekämpfen. Wow, jetzt ist er grün, jetzt ist er giftig. Du trink noch mal eins, du trinkst am besten auch eins. Wow. Nicht ablenken lassen. Aber ja, der Gegner ist interessant. Jetzt ist er eisig. Jetzt können wir ihn garantiert nicht mehr einfrieren. Aber wir können ihn blitzen. Na komm. Jetzt ist er schwarz. Was bedeutet schwarz? Oh, dass wir ihn leicht einfrieren können. Oder auch nicht. Okay, er ist tot. Und wir haben die Halle der Designer gefunden. Erstmal will ich mich kurz hier oben umgucken. Und hier sieht es ein bisschen nobel aus, so weiß, marmormäßig. Kein Knopf, kein Knopf, auch kein Knopf. Aber wir müssen eh alle Fackeln rausnehmen. Und hier sind die Namen der Designer. Also die den Grimrock erschaffen haben. Irtep und Gamok und Itna. Noch eine Fackel. Oshu und Ilo sind hier alle vertreten. Und jeder von ihnen hat eine Schriftrolle, die ich mal vorlesen kann. Oh, die ziemlich lang sind. Macht und Energie weit mehr als es bei von Königen und Gelehrten bekannt ist in der ganzen Welt, wurden freigesetzt vor unseren Augen die letzten 7 Jahrhunderte. Oh, die sind aber schon alt. Zeit funktioniert nicht in derselben Weise unter der Einwirkung von solchen seltsamen Instrumenten. Die Arbeit ist unbekannt. Die Einwohner werden niemals die Einwohner werden niemals richtig verstanden werden oder wiederholt werden. Komischer Text. Ja, nächster. Das war jetzt gerade von Ilo, der Designer der Luft. Was hat Oyu, der Designer der Erde, zu sagen? Unsere Aufgabe war nicht für uns,
Aber für die Generation aus Menschen, die folgen, oder Männern, die folgen, wenn der Unsterbliche entkommt und in der Welt frei herumwütet, können wir nicht sagen, was für ein schreckliches Schicksal die Zivilisation befällt. Es ist kein Wesen, mit dem man auskommen kann. Egal, was man ihm bietet oder so ähnlich, versuche ich das jetzt mal grob zu übersetzen, von Oyu, dem Designer der Erde. Dann haben wir hier noch Idna. Die Waffe der Macht ist in den Schatten versteckt. Aber um sie wirklich zu... aber um den Unsterblichen wirklich zu verletzen, muss man ihn auseinandernehmen, Stück für Stück. Wenn er unvollständig ist, kann er vernichtet werden. Also ja, wir müssen die vier Teile wieder aus ihm rausnehmen, die wir reingesteckt haben. Das hat jetzt Idna, der Designer des Eises, geschrieben. Und der Designer des Feuers, Irtep, schreibt: Wir sind die Designer, die dieses Gefängnis für einen einzigen Grund gebaut haben, den Unsterblichen festzuhalten. Bis die Zahnräder der Zeit endgültig zum Stillstand kommen. Sollte der Unsterbliche erwachen, lassen wir eine Waffe zurück, die das Biest zähmen kann. Irtep, der Designer des Feuers. Und zu guter Letzt haben wir hier noch diese Schriftrolle. Oh, die ist noch mal etwas länger. Die Gruft, in der du stehst, in der Essenz ein unvergleichbarer Ort. Wenn du ihn kennen würdest, würdest du nach den Schriften des Zauberers Andar suchen, der hier vor langer Zeit residiert hat, auf der Spitze der großen westlichen See. Sei gewarnt, so tiefes und schreckliches Wissen zu lernen, als er, so wie er es besaß, mit einem schwachen Verstand. Das ist nichts, was irgendein Narr bereuen würde. Lebend bereuen würde. Wir können nicht mehr sagen, außer dass die wahre Natur von Grimrock muss irgendwann offenbart werden. Wenn die Welt der Menschen und Bestien den Wunsch hat, weiterzuleben über die Zeit der Dolche hinweg. Garmog, der Erzdesigner der Dunkelheit. Und ja, jetzt bevor wir uns die Waffe holen, mache ich erst nochmal einen Schnitt und speichere erst nochmal. Bis gleich.